Danke, Herr Präsident. Lieber Klaus Wowereit, warum kein Antrag auf Auflösung des Parlaments, sondern einen solchen Antrag? Also wir sind ja alle lang genug im Geschäft, um zu wissen, ja, wir kriegen keine Zweidrittelmehrheit. Aber wir hatten erwartet, weil das auch eine Frage des politischen Anstandes ist, dass der erste Sitzung nach der Sommerpause, wenn der Regierungschef nach 13 Jahren erklärt, er haut in den Sack, dass wir dann hier eine Aktuelle Stunde zum Thema haben. Und dieser Antrag war die einzige Möglichkeit, wenigstens die Parlamentsbefassung hier zu erzwingen. Das müssen Sie sich doch mal überlegen, was hier gerade passiert. Darum ging es. Und jetzt muss man noch mal konzidieren. Lieber Klaus Wowereit, es ehrt Sie wirklich, dass Sie nach der Grütze, die die beiden PGFs der Koalitionsfraktionen hier verzapft haben, dass Sie versuchen, wenigstens die Ehre des Parlaments und des Amtes des Regierenden Bürgermeisters hier ein bisschen zu retten. Es hat noch mal deutlich gezeigt, Sie hinterlassen in der Tat für diese Koalition eine Lücke, die sie nicht imstande ist, zu schließen. Und das ist einer der Gründe, warum wir sagen, dass Neuwahlen eine anständige Lösung wären, lieber Klaus Wowereit. Nämlich die Berlinerinnen und Berliner mit vernünftigen politischen Programmen und dann, wen auch immer sie bestimmen als Spitzenkandidaten, das ist mir ja völlig egal, aber dass man dann mit politischen Programmen tatsächlich versucht, darüber zu reden, wie künftig diese Stadt zu regieren ist. Weil Sie regieren diese Stadt nicht mehr. Und deswegen hören Sie ja auch auf, weil alles eine Schiebeverfügung geworden ist in diesem Senat. Weil Sie an keinem Projekt, die die Stadtgesellschaft interessiert, auch dran sind. Und weil Sie dann obendrein diese alberne Olympiabewerbung oben drüber legen. Und jetzt noch mal zum Thema Bürgerbeteiligung. Es ist ja wirklich, es ist nicht zu fassen. Sie wissen seit Jahr und Tag, spätestens seit München, dass wenn Sie eine verbindliche Bürgerbeteiligung machen wollen, müssen Sie in die Verfassung ran. Was Sie jetzt versuchen, ist ein billiger Trick, sich aus dieser Ankündigungspolitik wieder rauszumogeln und freizumogeln. Wenn es eine verfassungsmäßig vernünftige Lösung gibt, verbindliche Bürgerbeteiligung durchzusetzen, sind wir am Verhandlungstisch dabei. Das haben wir Ihnen angekündigt, das haben wir erklärt. Und mit Sportfeindlichkeit hat unsere Skepsis gegenüber dieser konkreten Olympiabewerbung nichts zu tun. Ich habe es mehrfach gesagt, wir sind nicht prinzipiell gegen Olympische Spiele. Und ich habe ja auch beim letzten Mal, als wir darüber hier geredet haben, auch unter Prioritätenblock, weil Aktuelle Stunden macht man ja gerne zu Larifari. Also, als wir das letzte Mal darüber geredet haben, habe ich Ihnen gesagt, zu dem Bedingungsgefüge, das der BUND aufgebaut hat, machen wir ein Bedingungsgefüge dazu. Nämlich zu sagen, vorher muss klar sein, die Pflichtaufgaben für eine soziale und nachhaltige Politik in der Stadt. Und dann kann man gucken, was an Geld übrig bleibt, was Sie uns bisher immer verweigern in allen Haushaltsberatungen. Und dann kann man gucken, was für ein großes Sportevent noch möglich wäre. Und dann bleibt die Kleinigkeit, die Sie selbst ja immer wieder auch so andeuten, dass man es vielleicht doch mal ansprechen sollte, zu Bedingungen machen sollte. Ja, es braucht eine Reform des IOC. Es ist bisher nicht absehbar, dass es die geben wird. Und deswegen ist uns unsere Skepsis zu Olympia mehr als berechtigt. Und zum Thema Flüchtlinge. Das ist ein Stück aus dem Tollhaus. Es ist echt nicht mehr zu fassen, was da rumgeheuchelt wird. Wenn Sie diesen Kompromiss hier in der Regierungserklärung verkünden, und Dilek Kulat weiß es ganz genau, dass die Flüchtlinge erwartet haben, dass es eine wohlwollende Einzelfallprüfung gibt und nicht ein Verfahren, wo der Henkel sich hinstellt und mit einem Gutachten vor Gericht zieht und sagt, diese Vereinbarung ist sowieso nicht rechtens, weil die falsche Senatorin unterzeichnet hat. Wenn das die Situation ist, wird geheuchelt und gelogen, und das ist ein Stück aus dem Tollhaus und inakzeptabel. Und wenn Sie hier sagen, ja, es können nicht alle Probleme in der Flüchtlingspolitik in Berlin gelöst werden. Aber es gab klare politische Forderungen, Aufhebung der Residenzpflicht, Wegfall des Arbeitsverbotes und so weiter und so fort. Sie haben nichts unternommen, auf Bundesebene sich dafür einzusetzen, das durchzusetzen. Und Sie haben vor allem hier im Parlament einen Antrag zur Auflösung der Residenzpflicht zwischen Berlin und Brandenburg abgelehnt mit den Stimmen der Koalition. Also heucheln Sie nicht rum, sondern handeln Sie endlich im Sinne der Flüchtlinge und auf der Grundlage dessen, was Sie ihnen versprochen haben. Der Skandal besteht doch darin, dass Sie nicht vernünftig beraten worden sind für Ihre Einzelfallprüfung. Deswegen haben Sie keinen Antrag gestellt auf Umverteilung, damit Berlin das Verfahren hier behandeln kann, etc. Das alles haben Sie verbockt, und Sie haben es sehenden Auges verbockt. Und das ist einer der Gründe dafür, warum diese Regierung nicht nur an Legitimation, sondern auch an Glaubwürdigkeit gegenüber der Stadtgesellschaft verloren hat.